Barb's Shiphole. mein alter Spezi. Oh, das fängt ja gut an. Für mich ist alles Neuland, das stimmt. Ich bin alt. Und ich bin auch für alle Neuland, das stimmt. Was muss ich machen? Ein guter Start. Okay. Soweit, so gut. Nee, aber ja, die GEMA gab es auch mal. Und das ist das Ding, weißt du, es gibt. Das viele. Ich meine, die müssen über irgendwas reden in den Medien. Gerade diese tollen sogenannten Nachrichten. YouTube-Kanäle müssen. Shit. Müssen natürlich über irgendwas reden. Aber. Im Grunde genommen. Auch wie man an diesem GEMA-Ding. Die GEMA gibt es schon. Die haben sich nur mit YouTube geeinigt. Es war auch damals nicht so, dass auf einmal die GEMA aufkam. Die GEMA gibt es seit Ewigkeiten. Die GEMA ist dafür da. Dafür zu sorgen, dass im Grunde genommen, Achtung, ich muss mich gleich ein bisschen konzentrieren. Die GEMA ist dazu da, dafür zu sorgen, dass Musiker beispielsweise, wenn sie Copyright an einem Lied haben, das Geld quasi dafür auch bekommen. Stevie, einen schönen guten Abend. Also im Grunde genommen, dass nicht irgendwer einfach in einem Stadion oder, weiß der Geier, hier kam gerade was runtergefallen, oder? Hab ich mir das eingebildet? Ja, okay. Dass nicht irgendwer in einem Stadion oder auf einer Feier oder in einer Disco oder so einfach jede x-beliebige Musik nutzen kann. Oder darf. Sondern, dass die über diese GEMA dann die Kosten dafür quasi eintreiben, die dann bei den Künstlern landen. Das gab es vor Ewigkeiten auch schon. Und das Problem damals war, kann ich das respawnen? Okay. Das Problem damals war, jetzt schält es hier, dass ah, fuck. Okay. Das Problem damals war, dass YouTube shit, der Meinung war, Kniesi, einen schönen guten Abend, die gerade zum ja, die Tür aber mal übelst geknallt. Lebst du noch? Ich hoffe. Dass YouTube dann damals im Prinzip Geld zahlen sollte, dass diese ganzen Musikvideos ausgestrahlt werden können. Ausgestrahlt und gezeigt werden können. Weil YouTube damit Geld verdient hat und die Rechte an diesen Videos einfach nicht besessen haben. Und deswegen durften wir das in Deutschland dann eine Zeit lang nicht gucken, ohne Proxy oder sowas in die Richtung. Oder VPN oder was auch immer. Und kann ich das so schaffen? Keine Ahnung. Dadurch, dass sie sich jetzt geeinigt haben, ist es aber mittlerweile, keine Ahnung. Die meisten Leute haben vergessen, dass es überhaupt jemals gab. Ja. Dass diese GEMA-Geschichte überhaupt jemals existiert haben, die meisten mittlerweile vergessen. Und ich bin mir sicher, dass, egal was kommt, was muss ich tun? Der Stammpostbote. Ein Lieferservice. Okay. Ich bin mir sicher, dass egal, was mit diesem Kram jetzt passiert, irgendwann wird der Tag kommen, auch wenn wir uns da sicherlich anfangs drüber ärgern werden, irgendwann wird der Tag kommen, an dem wir das auch mehr oder weniger vergessen haben. Shit. Und, weißt du? Ich glaube, dass das Thema, ich meine, es ist richtig, dass wir uns dagegen wehren, weil, wie gesagt, die Konsequenz davon ist, dass Meinungsfreiheit sicherlich eingeschränkt werden könnte, womöglich. Aber wie gesagt, viele tun jetzt so, habe ich den Eindruck, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das ist mein Eindruck. Viele tun jetzt so, als wäre diese ganze Geschichte jetzt einfach nur dafür da, um uns in unserer Meinung zu beschneiden, aber das stimmt überhaupt nicht. Die Konsequenz davon wäre es, ja, aber es ist nicht dafür da. Dieser Checkpoint, scheiße. Das stimmt, ein MIFA-Service, den brauchen wir auch. Ja, wundervoll. Mach das jetzt hier. So. Das ist der Punkt. Man darf immer noch, wie gesagt, ich glaube kaum, dass die wirklich ernsthaft sich vorstellen können, wie sie sowas überhaupt wirklich durchsetzen sollen. Und sollten die wirklich in letzter Instanz das wirklich durchsetzen wollen, dann werden dermaßen viele finanzstarke Unternehmen sagen, ihr habt doch einen Vogel. Dass die, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich sehe das alles noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da naiv, vielleicht bin ich auch zu optimistisch. Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Aber, weiß nicht, wie gesagt, für mich ist das mittlerweile, im Moment ist das für mich ein zum großen Teil, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil wirklich ein Thema, das genutzt wird, um irgendwie künstliches Interesse an YouTube-Videos zu generieren. Mal schauen.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber weiß nicht, der Erfahrung nach ist es so, dass am Ende nichts, diesen dummer Spruch, ich weiß nicht, ich sag das alle zwei Streams, aber nichts wird am Ende so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hauptsache traurige Wolken. Ja, ich bin laut traurig, wenn ich das hier nicht langsam schaffe. Das wird knapp. Yes! Okay, Moment. Gib mir, check. Yes, okay, geschafft. Hast du mir noch nie sagen hören? Da hörst du mir wohl nie zu. Nein, scheiße. Ein G, ja, Dank. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir es hier so machen müssen. Ich habe das Level hier, das muss ich aber dazu sagen, ich habe die Level hier noch nie gespielt. Ich habe das nur mal irgendwann gesehen vor allerdings einiger Zeit. Also es ist schon ein bisschen was her. Ich habe jetzt tatsächlich eine Pause mit Romex gemacht. Mal schauen. Nintendo wird sowieso übrigens irgendwann einknicken und Luigi schon noch als DLC-Charakter veröffentlichen. Die wären ja blöd, wenn nicht. Weil meinst du, was du damit für eine Kohle verdienen kannst? Die wären ja bekloppt, wenn sie es nicht täten. Letztlich. Ich glaube, da hat übrigens gerade auch jemand gefragt, ob ich weniger YouTube-Videos hochlade. Nein. Seit langer, langer Zeit eins am Tag. Jeden Tag. Manchmal sogar zwei. Aber eher selten. Also nein. Da bin ich, da lade ich nicht weniger hoch. Habe ich es heute vergessen? Ich hab immer Angst davor, dass ich das vergesse oder so. Keine Ahnung. Shit. Lieblings-Smash-Charakter, lass mich raten, er hat was mit Katzenhaaren zu tun. Ich bin ja mal gespannt, ob das Spiel dem Hype gerecht wird. Das wird ein starkes, hartes Stück Arbeit. Ein hartes Brett, das sie zu bohren haben. Haben wir genug Phrasen gedrescht? Ja, chill Jerome auch, ne? den Waluigi-DLC dann veröffentlichen, dann können wir alle mit dem Shut Up and Take My Money Meme um uns werfen. Passt. Aber die Pflanze. Wir müssen das absolut absolut jetzt unbedingt alle vorbestellen. Damit wir alle gegeneinander kämpfen mit der bekloppten Piranha-Pflanze. Gibt es irgendeinen Menschen auf diesem Planeten, den das A interessiert hat und B auch noch, weißt du, man sagt ja heute, gehypt hat. Irgendwie, hat sich da irgendwer drüber über die verfickte Piranha-Pflanze, was ist das für ein dämlicher Schwachsinn? Ja, direkt, weiß ich nicht. Goombas antreten lassen gegen Koopa Troopers. Wobei, das hätte. Weil Goombas und Koopa Troopers haben zumindest, im Gegensatz zu der dämlichen Blume, zumindest noch einen Charakter. Weißt du, also zumindest entfernt. Also, du kannst einen Charakter reininterpretieren in deren Verhalten. Eine Piranha-Pflanze? Mein Arsch, Alter. Ohne Scheiß. Wer hat sich das ausgedacht? Wer ist der Chefdesigner nochmal? Miyazaki? Nee, wer heißt der Typ? Ich habe keine verdammte Ahnung. Der wird mittlerweile von der Gaming-Branche betrachtet, als wäre er der verlorene Prophet. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann kommt die Piranha-Pflanze. Ist egal, ist trotzdem der geilste. Aber auf der anderen Seite. Solche Game-Devs, die plötzlich irgendwie quasi Gott waren, haben wir ja schon immer irgendwie. Der Typ hier von Silent Hill, der war da dann. Boah, wie lange? Ich hab Scheiße! Lange kein Shelter mehr gemacht. Der Typ von Silent Hill war das mal eine Weile, jetzt ist er das. Du wirst nur mit der Pflanze spielen. Ich nehme dich für voll. Vielleicht habe ich dann auch eine Chance gegen dich. Mal gucken. Ja, diese hier, das Piranha-Pflanzen-Boss-Baby-Dingsbums aus Galaxy, das wäre doch cool gewesen. Aber ich glaube, das ist irgendwie nur so ein Skill von dem oder was. Ich habe keine Ahnung, wie das alles heißt. Wie es mit Final Smash und ach, was weiß ich, was es gibt. Hier diese Support-Dinger. Ich hab überhaupt keinen Plan, was da überhaupt passiert. Ich mach einfach mal mit. Das ist das Ding. Weil am Ende stehe ich dann da, verliere logischerweise jeden Kampf, aber. Ach, ficken sie sich doch. Was tut man nicht alles? Sakura, genau, den meinen wir. Wie soll man Turtles da reinpacken? Aus Turtles in Time. Wobei, dann spielen wir eh alle mit Donatello, weil der hat ja immer den längsten Stock. Ja, aber früher war der doch der coolste. Wir müssen mal irgendwann Turtles in Time spielen. Das Spiel dauert sowieso nur eine Stunde, oder so. Ja, wobei, mit meinen Skills wahrscheinlich zwei, aber... Moment, nein. Wieso denn Panik? Wieso Panik machen? Ich will keine Panik. Hydrated, na gut, weil ihr jetzt seid. Cheers. Stevie!
recherchieren muss man auch. Der Superman ist ja auch der Helfer aller Menschen. Jetzt wieder Käse. Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese. Genug geholfen, jetzt machen wir wieder Käse. Stevie, danke dir, Alter. Nein. Oh, und natürlich willkommen an der Spitze der wöchentlichen Bit-Top-Liste, Alter. Maxi, danke fürs Horsten. Ach komm schon. Doof, doof. Ja, vor allem hat die Katze, das Wichtigste an Incineroar ist ja eigentlich, dass sie einen Champion-Gürtel hat, Mann. Die sollen mal Macho Man als hier. Die haben da immer so. Weiß nicht, wer ist das? Shadow, bla bla. Nee, wer ist das? Kopie-Kram. Also, wenn ein Charakter quasi zweimal funktioniert, zweimal existiert, mit. Nur mit unterschiedlichen Optiken. Okay. Nein. Momo. Okay. Echos, genau die meinen wir. nein, ich bin in Pokémon, sind wir in Staffel, weiß nicht, 3 oder so. Das haben wir seit einem Dreivierteljahr nicht mehr geguckt. Hashtag Momo. Guck, Barbs Shiphole haben wir auch verlassen. Dann haben wir ja quasi gewonnen. Rainbow Road, was soll da schon das Problem sein? Du magst den gelben am meisten. Was sagen die nochmal? Rot, blau, orange und lila. Das hat ja gut funktioniert, ihr Schüchchen. Nein, tolle Momo natürlich. Momo toll. Haben wir damals mal irgendwann im Deutschunterricht geguckt. Was? Irgendwann mal im Deutschunterricht geguckt, das war fantastisch. Bei dem einen Lehrer, der Heino hieß. Was hätte ich jetzt tun sollen? Später springen oder was? Ich mach mal einfach weiter. Wir machen mal einfach weiter. Ich war mir auf einem unsichtbaren Yoshi. Dafür sind wir doch da. Ja, es war nicht der echte Heino. Der echtere Heino war das. Ihr seid doch nicht so fies. Die Musik ist in der Tat fantastisch, ja. Ich habe übrigens heute... Apropos fantastische Musik in Romhex. Ich habe mir heute gedacht, was ist, wenn wir diesen Hack heute zu Ende bekommen? Ich brauche dann ja schon mal was für danach. Deswegen dachte ich mir, was würde sich mehr anbieten als ein Spiel, das heute, oder was heißt heute, das vor nicht allzu langer Zeit erst rausgekommen ist und einen sehr, sehr guten Ruf genießt? Probier doch mal Invictus. War eine scheiß Idee. Also, da sind wir noch ein bisschen entfernt von, dass ich sowas hinbekomme. Ja, nein, ich weiß nicht, oh nein. Ich habe. Das erste Level nicht mal mehr. Shit, Mann! Geschafft bis zum ersten Checkpoint. Hey, Herr. Der Superman hat jetzt die 1000 Shears geknackt. Darauf erstmal Käse. Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese, Stinky Cheese. Yes! Stevie, danke dir. Da kann man schon mal gratulieren, wa? Herzlichen Glückwunsch zum 1000-Bit-Badge. Heilige Scheiße. Ich würde gerne Custom-Bit-Badges haben, aber die gibt es leider für Philly jetzt noch nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal, wenn wir Glück haben. Also Invictus für den Moment nicht. Invictus ist ein Romhack, der gerade erschienen ist, der von einem Twitch-Streamer gemacht worden ist, einem Australier. Just Cook, für die Leute, die den vielleicht kennen. Also, jo. Und, Die meisten, wenn nicht alle Hacks, die wir bisher gespielt haben, waren Vanilla. Das heißt, es im Grunde genommen keine größeren neuen Gimmicks oder so in das Spiel eingebaut worden sind. Den einen Hack voller Gimmicks, den wir hatten, das war Mega Mario World, da war irgendwie, keine Ahnung, da war alles irgendwie komisch und anders und scheiße. Und, Big Fluffy Daddy. Und in dem Hack ist das häufig auch so, nur dann halt auf einem sehr, sehr viel schwierigeren Niveau. Und Just Cook, genau. Und ich kann das gar nicht. Das erste Level war... Im Grunde genommen war das... Wie soll ich das schaffen? Ach, der kommt zurück. Ah, okay.
Das erste Hindernis ging mir dermaßen auf die Nüsse, dass ich sie dann direkt wieder abgebrochen habe. Es war toll. Das erste Hindernis ist, ohne jetzt irgendwie ins Detail gehen zu wollen, verhältnismäßig langsam. Lukas, schönen guten Abend, danke fürs Horsten. Verhältnismäßig langsam und wie ich zu warten stehe und zu Geduld und so, das wissen wir ja alle. Sagen wir mal, es entsprach nicht zwingend meinen vorstechenden Fähigkeiten, sagen wir mal so. Es dauert immer ein bisschen, bis das Abzeichen da aktualisiert wird. Ach stimmt, du hast ja gerade auch die 1 da. Es wird angezeigt, wenn dich irgendwer, Niklas, danke fürs Horsten, wenn dich irgendwer von Platz 1 verdrängt in der wöchentlichen Topliste. Yes! In der wöchentlichen Topliste. Vögel können schönen guten Abend. Ich soll da rüberkommen. Ich habe das Gefühl, das könnte eine Weile dauern. Ah, shit. Das Problem... na egal, wir machen einfach. Wir bleiben jetzt mal einfach offensichtlich. Wir bleiben offensichtlich. Das kriegen wir hin. Ah, stimmt, du kannst es auch einstellen. Stimmt. Frag mich allerdings bitte nicht wie. Stevie is the best. Stevie number one. So. Kommen wir mal den Anspielungen, die nur Falke versteht. Boah, ey, Falke. Abschließendes hier Kack-Statement von Kack-Schrott-Veranstaltung in Saudi-Arabien, bitte. Was war das denn bitte für ein Scheiß? Oh, da bin ich durchschaubar, ja klar. Ich hab mal irgendwann einen Film geguckt, da muss ich gerade irgendwie dran denken. Wir haben mal einen Film geguckt, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Ich glaube, das war Puff Daddy oder wie auch immer man den Typ mittlerweile nennen mag. Okay. He fucking did not. Und da ging es die ganze Zeit, du hast meinen Kopf gefickt. Das war schon, also gehobener Standard von Filmen. Weißt du noch, was das für ein Film war? Kannst du dich daran erinnern? Ja. Aber nicht, wie der Film hieß oder so, weißt du auch nicht mehr, oder? Eine Schraube? Ich wünschte. Ich bin handwerklich dermaßen unbegabt. Raw-Titel war ein Traum, ja. Shame. Das ist Storytelling. Ja, das alles war ein Traum. Ich wünschte es. Ein Traum in die Tausend und einer Nacht. Sowas ungefähr war es dann. Ich weiß nicht, wie von den notorischen Bitspendern sind gerade. Ja, einer ist da. Und Falke. Aber das darf ich ja nicht sagen. Ja, sehr zufrieden, Falke, danke. Ja. Falke will ja nicht genannt werden, deswegen muss ich den ja dann separat nennen. Das geht ja nicht anders. Ich bin überrascht davon, dass ich diesen Sprung permanent hinbekomme, sagt er und starb. Fantastisch! Stimmt, Frauen ist auch noch da. Also zwei. Lass Vogel. Was sollte das eigentlich mit dem Foto von den Katzen, Falke? Und dann noch anfassen. Lass Katze, Alter. Weißt du, du kannst ja nicht einfach machen, was du willst. Was geht wie? Fuck. Ich glaube, die Twitch-Farben wechseln manchmal willkürliche Seiten nur bis Prime-Kunde. Nee, Quatsch. Wenn man Prime-Kunde ist, den einstellen kann man die so oder so, aber die Wechsel... Man hat irgendwie mehr Auswahl, wenn man Prime-Kunde ist, ne? Irgendwie sowas in die Richtung? Moment. Oh. Oh, ja, Kratzspende Liebe, das hast du mit. PaySafe. Kann man mit PaySafe Card kann man, glaube ich, kann man Bits kaufen, wenn man nicht alles täuscht. Aber eine normale Spende nicht. Man kann das einstellen über einen anderen Spendenanbieter,
Aber der andere Spendenanbieter nimmt da irgendwie, weiß nicht, 30 oder was Prozent Gebühren für. Wow. Ich bin der Meinung, dass ihr nicht irgendein Unternehmen mit eurer Gutmütigkeit subventionieren müsst, dafür, dass sie gar nichts tun, außer existieren. Die haben die Preise nur so hochgesetzt, weil sie die einzigen sind, die PaySafeCard annehmen. Das ist ziemlich dämlich. Ja, oder das, was Max macht, PaySafeCard privat schicken, das geht immer. Das dauert dann natürlich nur bis zum nächsten Stream, bis ich die Spendennachricht dann eingestellt habe. Wobei das gruselig war, die hatten... Ich pack dann ja immer... Shit. Shelter, Bitch. Ich pack dann ja immer das PaySafeCard-Guthaben, letztlich bezahle ich damit dann auf Amazon. Und... Dafür braucht man aber von PaySafeCard dann einen Amazon-Gutschein. Und eine Zeit lang haben die nicht mehr angeboten. Das war grausam. Ja, oder das ist was Falk gesagt, ja. Das hilft tatsächlich auch, ja. Also jemand, der, falls irgendwer bei Amazon einkaufen möchte, oder Humble Bundle, geht auch da unten. Unter dem Stream sind Affiliate-Links. Und wenn ihr dann, bevor ihr die Sachen in den Einkaufswagen packt, den Link anklickt, dann bekomme ich einen Anteil von eurer Bestellung. Also nicht von den Waren, sondern von dem Geld, das ihr da bezahlt habt. Ohne für euch Aufpreis, wo wir dazu sagen. Es hilft mir auch sehr. Okay. Yes! Okay, Moment. Was soll das denn jetzt? Und das soll mal klar ausdrücken. Falls ihr einen Schuh bestellt, kommt eine Rolle davon bei mir an. Scheit. Ich hätte auch gerne mehr Emojis. Brief voll Geld, ja sehr. Na, wenn dann direkt hier so ein Geldtransporter, oder? Wir wollen ja, weißt du, klein anfangen, brauchen wir jetzt auch nicht. Oder so eine, direkt so eine Flasche gefüllt mit Pfennigen. Das wäre fantastisch. Anti-Falken. Lass mich raten. Vogel hat eine neue Vögelin gefunden. Kann das sein? Zum Vögeln? Aber das will jetzt auch keiner. Das heißt, das ist jetzt Quatsch. Kannst du machen, Naduken. Das wird dann allerdings, die Spendennachricht davon werde ich dann allerdings erst für den Stream morgen eintragen. Nee, nicht. Fuck, ey. Ansonsten müsste ich das jetzt live im Stream machen. Natürlich dann immer ein bisschen doof. Runzelige Armbeugen. Was das Schlimme ist, ich sitze jetzt hier und lache mich drüber kaputt. Wahrscheinlich ist es auch noch ernst gemeint. Was machen wir dann? Was machen wir, wenn das Falkes Kryptonit ist, weißt du? Fuck, Drecks, Scheiße. Anti-Falkencreme, Gibt's da was gegen? Klar, bei Ratiofarben. Ratiofarben. Wir haben mittlerweile so viele. Fucking Dreckskacke, Alter. Also haben wir auch viel. Aber jetzt, das will ich gerade eigentlich nicht haben. Wir haben mittlerweile dermaßen viele neben Einkommensmöglichkeiten, die wir alle nie aufbauen werden. Die Krutzler, Ratiofarben, Kratiosenwitz. Doch bei Roller. Fila direkt. Aber ich habe in meinem Leben, ohne Scheiß, bei all den Marken, die man ja in seinem Leben so kauft, willkürlicherweise, weil, also ich persönlich achte gar nicht auf Marken, mir ist es relativ Wurst, gerade bei Kleidung. Früher in der Jugend noch eher, weil da musste man ja cool sein. Mittlerweile, ja, mich guckt eh keiner an. Und alle, die mich angucken manchmal, die sehen sowieso nur bis hier. Also, ja, und Frauen, stimmt, die existiert auch noch, aber... Ich hoffe mal, dass Frauen sich jetzt nicht... Dass Frauken sich jetzt nicht so sehr von meiner Kleidungswahl anstecken lässt. Aber also ich glaube, Fila jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist eine der paar Marken, von dem ich noch gar nichts hatte. Noch nie irgendwas. Nein, Frauken existiert nicht. Frauken ist natürlich ein Bot. Frauken ist so ein bisschen... wie der...
Mir fiel dann jetzt, als ich den Witz in meinem Kopf durchging, mir fiel mir auf, dass das jetzt wahrscheinlich sowieso wieder irgendwie falsch aufgefasst wird. Frank ist ein bisschen wie der Haushaltsroboter von den Jetsons. Aber deswegen sagen die Leute, ja, guckst du schon so böse. Hör auf! Weißt du, fall mir nur in den Rücken, ey. Die Leute zerfleischen mich schon genug für so einen Scheiß. Da kannst du ruhig mal zu mir halten und sagen, ach, das war doch gar nicht so. Also, weißt du, stattdessen sitzt du dann da und bist die Erste, die rumschreit. Szenen einer Ehe. Du hast nichts gesagt. Meinst du, ich sehe dich nicht, oder was? Ja, weil die so, die hilft doch immer. Hallo. Guck dir, hast du die Jetsons jemals gesehen? Der Haushaltsroboter macht alles, aber nicht den Haushalt. So, geh. Das ist ja immer diese Kunstmannhausen. Du brauchst mich gar nicht so zweifelnd angucken. Komm zu bitte Pfanne an. Nicht der Kratzel, nicht der Kratzel, nicht der Kratzel. Habe ich dann aber auch verdient. Zugegebenermaßen hätte ich das verdient. Hast du diesen Sprung? Darf ich anmerken, dass ich diesen Sprung hasse? Kann ich den irgendwie consistent machen? Hiro, mach mal hier Hilfe. Hiro! Hilfe! So, Hashtag Hiro hilft. Irgendwas wollte ich Hiro auch fragen. Ich weiß aber nicht mehr. Ah, genau. Kann ich, oder Mann? Oder ich. Mit meinen Fähigkeiten. Mit meinem Wissen. Du bitte. Geht gut. Mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Vorwissen, also null, kann man jeden willkürlichen Mario Romhack nehmen und da Instant Retry drüber patchen? Das ist die Frage. Ist das möglich? Scheit! Ist doch grausam. West Virginia. Bla 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 bla. Ist das Lied eigentlich in... Nee, ist es nicht. Ich wollte nämlich gerade eigentlich fragen, ob das in Red Dead Redemption ist, aber es ist ja gar nicht... Das geht ja gar nicht. Weil es ist ja jetzt gerade parallel in der Werbung immer gewesen von Fallout 70 Sykes. Das kann nicht in beiden sein. Das wäre für mein armes kleines Herz ja gar nicht zu verkraften. Wie denn Arsch... Moment, ich muss früher loslassen wahrscheinlich. Okay, kommt drauf an. Okay. Muss ich mal schauen. Weil ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne Dreamworld mal irgendwann spielen, aber mir geht das fürchterlich auf die Nüsse, dass ich jedes Mal, wenn ich sterbe, und das ist ja bekanntlich häufig, auf die Worldmap zurück muss. Dreamworld? Bros? Das Ding jedenfalls. Ja, das arme kleine Herz einer zarten, sensiblen Mauerblume. Ich muss bei Abby Long, musste ich gerade an ein ganz anderes Lied denken. Das mutmaßlich nur Frauen kennen. Verrückt. Und wahrscheinlich jetzt nicht mal mehr weiß, wovon ich spreche. Belong, belong, belong. Ja. Yes! Kein Troll mehr, fick dich. Bitch! Wie gut wir sind, Mann. Mein Rages, alle weg. Gott sei Dank. Früher war alles besser, oder zumindest sagt das mein Opa. Willkommen in 2018. Hab Dank, Samu, hab Dank. White Moth Lair. Alles besser als Dragon Lair, muss ich mir sagen lassen. Hab Dank, Jerome. Beruhig dich, Alter, beruhig dich. Knie sie, hab Dank. Fahr, Witz zur Hölle, Mann. Okay, Moment. Das Level sieht geil aus, das steht wohl schon mal fest, damit wir das schon mal weg haben, bevor mich Level irgendwie anschreit. Das ist ja immer nur das Negative. Game Design. Apropos Lied. Ich habe letztens mitbekommen, das wusste ich gar nicht. Das hat mir nie irgendwer erzählt hier rum. Ich habe letztens mitbekommen, dass scheinbar jedes Lied, das in einem ROM-Hack ist, quasi als Textdatei, irgendwie, im Grunde genommen muss jedes Lied in eine Textdatei konvertiert werden und dann in das Spiel reingepackt werden. Ich finde das beeindruckend. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in Invictus, ich weiß, dass da zum Beispiel Megalovania aus Undertale drauf ist, Falke, nichts sagen. Ha! Das muss irgendwer gebaut haben. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
Was ist denn meine Aufgabe, Mario Odyssey? Schönen guten Abend. Wo hier in dem Level gibt es einen krassen Shortcut? Ich höre. Allzeit bereit. Was sind das für Geräusche? Irgendwie auf einmal einen kleinen Laster am Parken oder wenn? Das Loch ins Spiel gepatcht worden ist? Ja. Scheit, ey. Dreckskacke. Doof. So. Ich bin mir sicher, dass Hiro sich sehr für irgendeinen Grimmer-Nazi-Schwachsinn interessiert, Joe. Red Dead Redemption 2 ist sicherlich ein gutes Spiel, aber für meinen Geschmack waren mal die 5 Leute, die da waren. der Start ist schon, also ich sag mal, 2 Stunden Tutorial sind schon gewagt, sagen wir mal so. Ich bin ein starker eigenständiger Hero, hör auf jetzt. Was zur Hölle tue ich hier? Falke, genau. Auf den Release-Termin für die Übersetzung warten wir doch alle, oder? Gibt's da schon einen Discord-Server für? Fucking Genius! Na komm, subscribe für die anderthalb Leute, die wissen, woher dieser Spruch jetzt kam. Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Hör doch auf jetzt! Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, oder? Weißt du, was das Schlimme ist? Ich kann mich an Pokémon Sonne und Mond... also, ich habe ja nur Sonne gespielt, aber ich habe... Abgesehen von der Stelle mit dem Haus, wo Professor Kukui oder wer auch immer das war, offensichtlich mit einem Hund gebumst hat, habe ich sehr, sehr wenige Erinnerungen an dieses Spiel. Okay. Nein! Oh, was muss ich tun? Muss ich hier rein? Checkpoint. Oh, nö, 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 nö. No, yes! Bitch! Tschüss an. Das finde ich schon krass, dass man wirklich... Also, ich meine, wenn man das schon mal gesehen hat oder so mit der Musik in Mario World und sowas in die Richtung und weiß, wie das funktioniert, ist es wahrscheinlich... Vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe es noch nie gesehen, ich habe es nur gehört, dass es so gemacht wird. Vielleicht ist es dann gar nicht mehr so beeindruckend, wenn man weiß, was man tut. Das ist ja häufig so, wenn du dann da, Dingsmune, schönen guten Abend. Wenn du dann da sitzt und, weiß ich nicht, vor einem Haufen böhmischer fucking, Dörfer stehst, ist es ja immer was anderes, als wenn du weißt, was du gerade tust. Das ist natürlich für die Leute, die das kennen, ist das vielleicht nicht mehr ganz so beeindruckend, aber trotzdem finde ich, weiß ich nicht, ich als... leider Gottes komplett unmusikalischen Menschen, zumindest was Noten lesen oder sowas in die Richtung angeht. Weiß ich nicht. Ein Lied umzutexten, ja, ich meine, sind es mutmaßlich nur Noten, in die sie das dann umtexten, aber... Hashtag Stinky Trees, immer gerne. Ist ja ein Creeper-Emoji oder so? Doch, klar. Bin mal gespannt, wie lange die noch existieren. Moment. Was muss ich tun? Nee. Mach die gar nicht. Oh. Ist ja wie ein Paper Mario oder so. Moment, ich glaube, ich sehe, wenn ich jetzt nicht einen Schlaganfall habe, sehe ich ganz leicht sich was bewegen, aber... Okay, also ich sehe eigentlich nicht, ich bilde mir ein, dass irgendwas zuckt, aber... Sieht man das auf der Aufnahme? Auf der Aufnahme sehe ich... Moment. Auf der Aufnahme sehe ich. Stopp. Achtung. Die Frage ist jetzt nur, wie groß ist das Delay? Nicht so groß, okay. Hashtag Schien. Warte. Wo ist er?
Da, okay, ich sehe. Moment, Moment, Moment. Ich sehe, hier auf dem Bildschirm sehe ich ihn nicht. Jetzt ist er über mir. Yes. I win. So, da habt ihr euren Stinky Cheese. Das war der letzte Boss. War echt? Hey! Ja! Oh. Wie win, hör mal. Mario caught an infectious exotic disease while on vacation and died. Okay, cool. Ja, danke euch, danke euch. Princess Peach passed away of a broken heart a few days later, plunging the Mushroom Kingdom into disarray. Yoshi stole... What is love? Als Abschiedssong. Yoshi stole all of Mario's and Mario and Peach's possessions and is yet to be seen by anyone. Ja, ist klar. Thanks for playing. What is love? Baby, don't plurp me. Don't plurp me. Made by Valdio. Inspiration Super Gracie World. Vielleicht soll ich das mal spielen. Legend of Mario. Kann ich das hier? Sag mal. Coroso ist nicht so schwer, oder? Kann ich Coroso? Bin ich dazu fähig? Einen von den dreien. Oh. Hey, Barbarous King. Wer ist das denn? Das ist ja verrückt. Und überhaupt, wer ist Glitchcat und Link denn? White Moth kenne ich tatsächlich nicht. Banga kenne ich. Drem55 auch. Kalko auch. Ist Kalko nicht im Moment Weltrekordhalter in Invictus oder so? Ist das der volle Name von Dode? Ich dachte immer, der heißt nur Dode. Was ist das denn? Toby Fox. Tighter Shit. Wir sind fertig. Hier, das spielen wir jetzt Hark Bros. Das ist der Wahnsinn. Kann ja nur quasi schief gehen.